durchstiefeln. Also hier ist alles gut, hier ist alles gut, hier ist alles nicht mehr gut. Energie. Stimmt. Der Spider. So, ich werde aber jetzt mal wieder pennen gehen. Wobei, wir machen noch mal ein bisschen Geld. So, nochmal schnell ein paar Taler hier dazu verdienen. Wir könnten auch wieder ein paar Sachen verkaufen. Ich müsste sowieso mal einfach auf Verkaufstour gehen. Jetzt haben wir ja so viele Sachen geholt, beziehungsweise bekommen durch die ganzen Schätze. Wie gesagt, hier allein 6 Dolche schon, die ich nie im Leben mehr brauchen werde. Könnten wir eigentlich nochmal machen, schnell. Wir gehen mal schnell auf Verkaufstour. Also, wir verkaufen hier. Hier schnell. Grüne Sachen brauche ich nicht. Was brauchst du denn eigentlich? Ach, immer noch diese scheiß Sägeblätter. Wo ich nicht weiß, was das für Taschen sein sollen. Ah, als der Schmied... Weil er sein Werkzeug auf dem Weg zurück in die Hofburg verloren hat. Werkzeug. Sein Werkzeug. Was könnte Werkzeug sein? Ich will nämlich das jetzt endlich fertig machen. Das nix. Werkzeug. Das wird ja bestimmt irgendwo rumliegen. Da ist eins. Sehr geil. Jetzt habe ich aber endlich mal eine Vorstellung, wie das aussieht. Und wie gesagt, ich tippe, hier wird noch eins rumstehen. Kinders. Das bei der Kneipe gelassen haben? Nee, sieht nicht so aus. Ja, wie gesagt, ich würde behaupten, hier irgendwo auf der Karte müsste eigentlich noch Werkzeug liegen. Aber hier sehe ich tatsächlich nichts. Hat er nichts. Friedhof war er anscheinend auch nicht. Da ist eine Kiste. Ich glaube, die hatten wir schon aufgemacht, ne? Oh, wollte ich nicht. Scheint auch nichts zu sein. Hat er hier... Da ist doch das scheiß Werkzeug. Mann! Kacke. Ja! Endlich. Ich brauche dem Schmied sein verlorenes Werkzeug. Ich brachte dem Schmied sein verlorenes Werkzeug. Sofort begann er mit der Herstellung eines Sägeblattes. Es war sehr interessant, dem Schmied bei der Arbeit zuzusehen. Es ist er. Er ist ein wahrer Meister. So. Um die neue Produktion zu nähern. So. Neues Sägeblatt. Die Arbeit ist getan. Es ist Zeit zu bezahlen. Uha. 260, sehr geil. Jetzt kostet mich das immer noch 17. Immer noch 5. Okay, das hat also nichts gebracht. Aber wir haben diese blöde Quest endlich hinter uns. Sehr schön. 1300. Dann werden wir trotzdem nochmal durchgehen und gucken, ob wir irgendwas verramschen können. Da unten ist nichts. Der kauft nur Arbeiter. Was wollte sie? Ach ja, der Typ hier. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo der ist.
Aber wie gesagt, ich tippe, er ist hier in der Höhle drin. Ein Brunnen kann er nicht gefallen sein. Oder er ist halt irgendwie nach Süden geschwommen oder so. Weil ansonsten sehe ich hier niemanden. Scheint auch keiner um Hilfe, also ja, keine Ahnung. Wo auch immer dieser Schemlack ist. So, hier kaufen wir mal zwei Wein, das kann man alles verkaufen. Die behalte ich tatsächlich mal. Ich habe nur noch einen Dietrich. Werden wir wieder ein bisschen erhöhen. Oh, ansonsten sieht auch nichts. Genau. Bowls. Habe ich auch keine Ahnung, was ich die brauche. Klamotten habe ich auch gar keine Ahnung, was ich die brauche. So, Angel. Wir behalten immer mindestens zwei. Die Leute kaufen alle nichts. So. Ah, ja, 2200. Okay. Heute ist aber warm. Ich hätte gerne etwas zur Erfrischung. Der Mönch ist erschöpft vom ganztägigen Bitten um Spenden. Ja, hier. Gibt wahrscheinlich wieder Ruf. Ich danke dir, mein Sohn. Es soll dir gut gehen. Zwei Ruf. Ach ja, stimmt, den Kelch haben wir auch gefunden. Vor einiger Zeit stand ein Dieb seinen Silberbecher. Da ist er wieder. Ich wollte dem Bürger nicht sagen, wie ich zu dem Becher kam. Wichtig ist, dass er seinen Kelch zurück hat und ich meine Belohnung bekomme. Kaufte. Ach ja, sie kaufen Sachen. Ey, wir haben 25 Schnitzel noch. Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Okay. So, ansonsten würde ich gerne. Ach so, er will noch Suppe haben. Kann ich die irgendwie von dir kaufen jetzt? Nee. Nee, leider nein. Ansonsten würde ich jetzt wahrscheinlich die Brücke reparieren. Genau. Ein Brett, zwei Seile, zwei Arbeiter. Ein Brett. Zwei Seile. Und die Arbeiter haben wir. Dann müssen wir nur noch mal pennen gehen, genau. Und dann können wir uns um den Leuchtturm kümmern. Ich weiß, der König hat immer noch eine Aufgabe für uns, aber mit dem quatsche ich nicht. Ich will erstmal hier alles jetzt so gut wie möglich bereinigen. Die Reparatur war wirklich anstrengend. Die Brücke kann der Stadt wieder dienen. Er ist aus! Mein Leuchtturm ist aus! Ist das ein Geist? Nein, er ist aus! Der Leuchtturm ist wirklich verhext. Ein Geist schreit, dass der Leuchtturm aus ist. Vielleicht ist er der letzte Leuchtturmwärter, welcher auch nach dem Tod dienen will. Wow, 270 Gold. Eine Muschel. Ein Krebs. Krabbenfischer. Finde 15 Krabben. Errungenschaft freigeschaltet. So, noch ein paar Fischis. Wieder, ja. Okay, fange 50 Fische. Errungenschaft Fischer. Also hier können wir auf jeden Fall unser Leben lang weiter schlafen. Für den nächsten Monat. Naja, nicht ganz einen Monat, aber fast einen Monat. So, der ist aus. Wie kann ich das bereinigen? Ah, er ist aus. Ich näherte mich dem Geist, aber er reagierte nicht. Er kommuniziert offenbar nicht mit den Lebenden. Leider hören die Lebenden seit längst sein lästiges Gejammer sehr gut. Eine Axt brauche ich noch. Ich habe keine Axt. Ja, da finde ich auch keine. Tatsächlich. Deswegen brauche ich auch wieder. So. Er ist wieder an! Er ist an! Mein Leuchtturm leuchtet! Jetzt kann ich ruhen! 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 So, die furchtbaren Geräusche sind verschwunden. Ich habe endlich Frieden.
Der Geist verließ den Leuchtturm und die arme Frau kann endlich entspannen. Sie kochte mir aus Dankbarkeit eine leckere Krabbensuppe, die ich wieder dem Typen verkaufen kann. Also auch diese Quest, check. Die Suppe hat dem Gourmet sehr geschmeckt. Er hat nicht lange gezögert, hat mich gleich belohnt. Das kann ich unendlich oft weiterführen, oder was? Ah, okay. Naja, gut zu wissen. So. Was für Quests haben wir noch offen? Bevor wir mit dem König reden. Hier sind wir komplett durch. Da sind wir durch. Katakomben. Da sind wir durch. Hier müssten wir theoretisch uns noch weiter schnetzeln. Da waren wir nämlich noch nicht durch. Töte 15 Spinnen. Errungenschaft Spinnenkiller. So, zwei Zombies haben wir noch. Und dann haben wir die Katakomben komplett aufgeräumt. Das ist aber eine scheiß Arbeit, ey. So, dann kurz mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich zwei Dinger habe. Ah, ich habe sogar vier. Okay. Ja, damit können wir dann nochmal ein paar Zombies killen. Da sind auch noch blaue Pilze. Ein wenig Schmuck. Zwei blaue Pilze. Und der letzte Zombie. Ein Stein. Eine Schaufel. So, wo geht's da hin? Oh, es geht immer noch weiter. Woher kenne ich denn das? Ist das unter der Kirche? Reinige die Stadt vor von Zombies. Errungenschaft Retter. Ein glühender Tlang. Ja, jetzt kommen wir unter der Kirche raus. Hier in den Katakomben. Genau, sehr schön. Also, das ist also auch komplett bereinigt jetzt, die Kanalisation. Sehr geil. So. Die haben wir auch alle. Hier haben wir alles. Ja, ihren Mann finde ich nicht. Ach, da stand einer auf der Brücke gerade. So, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Ich glaube, wir sind tatsächlich durch. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Bau des Schiffs. Ja gut, okay, der Typ hier will immer Suppe haben. Der Bau des Schiffs. Gut, der König hat noch eine Aufgabe für mich. Und das war's. Mehr Aufträge haben wir nicht. Ein junger Mann stand auf der Brücke und starrte in die Ferne. Bevor ich zu ihm es zu ihm geschafft habe, ging er. Aha. Ja. Stranger Typ. Wo ist er hin? Gucken wir mal hier unten am Wasser. Nein. Was heißt denn ging er? Wohin ging er denn? Ist das überliefert worden? Ach, ich habe ja keine Energie. So. Jawohl. Da ist er wieder. Ich sah den jungen Mann wieder auf der Brücke stehen und er starrte in die Ferne. Er ging, bevor ich ihn erreichen konnte. Weiterer Geist? Ich weiß es nicht. Sag mir, wie der Bau des Schiffs vorangeht. Wann wird es fertig sein? Uha! Ich habe dem König gesagt, dass das Schiff noch nicht fertig ist. Als ich ihm andeutete, dass der Bau des Schiffes recht aufwendig ist, hat er mir gleich einen Zuschuss ausgezahlt. Reich. Besitze 3000 Gold. Errungenschaft reich. Ja, hätten wir mal doch vorher mit ihm geredet. Mit dem alten Lecky-Tank-Freund. Okay. Gut. Also haben wir nur noch die Aufgabe Schiffsbau. 16, 12, 4. Nein. So, Seilbahn 4. 12, Miss Nagel. Und wir brauchen... Oh, das wird jetzt sehr, sehr lange dauern. Ich werde erstmal ein bisschen Geld machen. Auch mal 100. So, wir verarbeiten jetzt mal 100 so eine Kackdinger. Ja, in der Zwischenzeit gucken wir mal. Also Bretter, was brauchen wir? 16. Okay.
merken wir uns einfach mal. Ich bin ein schöner Vollidiot. Das hier hätte ich machen müssen übrigens. Um Geld zu bekommen. Naja, gut, haben wir nebenbei auch noch die Bretter fertig gemacht. Ich glaube auch, dass wir mehr als 16 noch brauchen werden. Weil, ja. Ich glaube, der Schiffsbau wird nochmal ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich ist in der nächsten Reihe auch mit dabei Segel oder so weiter. Da müssen wir Stoffe holen. Ich glaube, Stoffe oder so gab es bei der Kirche. Da war ja unten die Tussi, die uns auch Klamotten verkauft hat. Ich glaube, das andere sind so eine Stoffe gewesen. So, dann verhökern wir hier kurz nochmal alles. Machen wir nochmal ein bisschen Geld. Und dann werden wir tatsächlich den dritten Teil des Schiffes fertig bauen. Aber ist ja doch sehr nett vom König, dass er uns mal ein bisschen unter die Arme greift. Ich hätte es nicht gedacht, dass es hier auch noch Menschen gibt, die sich, naja, finanziell zumindest mal um uns sorgen und uns unterstützen. Sonst sind wir hier tatsächlich immer auf der Beppo. So. 3,5. Haben wir tatsächlich sehr, sehr wenig Minus gemacht, obwohl wir... Ich sah den jungen Mann, der auf der Brücke stand und das Meer beobachtete, bereits zum dritten Mal. Dieses Mal hatte ich Glück und schaffte es, ihn zu erreichen. Er erzählte mir, dass er davon träumt, ein Abenteurer zu werden. Ich bot ihm einen Platz in meiner Gruppe an. Na, sehen wir. Check, check. Mic, check. So, ja. Ja. Du bist wirklich geschickt. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Wir können mit dem Bau fortfahren. Natürlich können wir das. Naja, hervorragende Arbeit. Unser Schiff ist nahezu fertig. Das sag ich ja. Oh, Kanonen. Okay, also Kanonen. Wo kriege ich denn Kanonen her? 10. Was sind das? Tücher? Seide? Segel. Oh, was ist denn Seide? Und 6 Pechfässer oder wie die Dinger heißen? 6-mal Öl. Ja, klasse. Ich fragte den Offizier, wo ich Waffen bekommen kann, um mein Schiff auszurüsten. Er sagte, sie haben zwei neue ungebrauchte Kanonen im Lager des Docks. Aber sie stehen nicht zum Verkauf. Mit etwas Glück finde ich Kanonen in alten Schiffswracks. Oh, ein Glück. Ich habe schon gedacht, dass wir die Dinger uns kaufen müssen. Okay, wir brauchen 10 Energy. Dann gehen wir erstmal pennen, bevor wir die beiden Schiffswracks durchsuchen, die wir zufällig schon aufgedeckt haben. Also gut. Das erste Schiffswrack war ja relativ schnell gefunden. Achso, ich muss da irgendwas mit dem Rad machen. Oh, gut gemacht. Ich konnte 3 unterschiedliche Kanonen und etwas Schmuck bergen. Ja, wo hast du Schmuck geborgen? Also Seile, Klamotten und Köder sind für mich kein Schmuck. Wer wagt es, mein Schiff zu plündern? Ach du meine Güte, in dem Wrack lebt ein Geist. Ich habe Angst, aber ich glaube nicht, dass er mir wehtun will. Ich bin Captain Percy. Was suchst du auf meinem Schiff? Zum Glück versteht mich der Geist. So kann ich erklären, warum ich die Sachen aus dem Schiff nehme. Vielleicht wird er zustimmen und mich nicht mehr verfolgen. Ich bin so müde, sehr müde. Ich gehöre nicht in diese Welt. Bitte hilf mir. Captain Percys Geist wird keinen Frieden finden, bis er nicht mit seiner Frau gesprochen hat. Als er noch am Leben war, verbrachte er nicht viel Zeit mit ihr, weil er immer auf dem Meer war. Als die Stunde seines Todes kam, hatte er nicht die Möglichkeit, sich von ihr zu verabschieden. Bitte gib meiner Frau diesen Brief, den ich schrieb, bevor dieses Schiff gegen die Felsen schmetterte. Ich entdeckte den Brief in der Kapitänskajüte. Ich sollte seine Frau finden und ihr den Brief geben. Wer ist denn seine Frau? Er ist seine Frau? Der Lagerhalter im Söldnerlager sagt, er habe eine Ersatzkanone und er ist bereit, sie für Lebensmittel zu tauschen. Ich habe ein Schnäppchen gemacht. Die Kanone wird sicher nützlich auf meinem neuen Schiff sein. Gut, ich glaube, hier oben waren generell keine Frauen. Wir sind in der Wildnis nur Männer. Ich fand die Frau des verstorbenen Captain Percy. Seit dem Tod ihres Mannes wurde sie eine arme Frau. Ich hoffe, dass zumindest dieser Brief sie trösten kann. Die Witwe nahm den Brief und ging in ihr bescheidenes Haus. Okay, dann sagen wir Percy noch Bescheid. Danke, dass du den Brief meiner Frau gegeben hast. Jetzt werde ich dir etwas verraten.
Als ich auf einer einsamen Insel gedient habe, habe ich eine Schatztruhe mit Gold vergraben. Die Stelle ist mit einem roten Kreuz markiert. Falls du die Truhe findest, kannst du sie behalten. Jetzt kann ich diese Welt verlassen. Warum ist dieser Mythos eigentlich mit diesem roten X mal da? Wer hat sich denn sowas früher mal ausgedacht? Piratengeschichte mit einem roten X. Sehr komisch. Wer bist du? Ein Bettler schaut traurig zum Kiosk mit Lebensmitteln gegenüber. Er ist bestimmt sehr hungrig. Zweimal Ruhm. Gutherzig gibt 12-mal Almosen. Errungenschaft gutherzig. So, und dann durchsuchen wir noch kurz das zweite Wrack, aber wir haben keine Energie mehr, ne? Genau. Natürlich nicht. So, ich hoffe, dass wir noch genug Schnitzel haben. Notfalls bin ich in der Gaststätte jetzt immer wieder pennen. Bringt mir auch ein bisschen mehr. So. Dann durchsuchen. Hooray! Ich fand 4 Kanonen und sie sind in gebrauchsfähigem Zustand. Ich fand auch eine Menge von Kanonenkugeln und etwas Schmuck. Ich weiß immer noch nicht, wo er den Schmuck gefunden hat. Okay. Ich habe leider die Übersicht verloren, ob wir jetzt alle haben. Nein. Der Offizier entschied, mir die beiden Kanonen aus dem Lager zu geben, wenn ich verspreche, dass ich gegen den Piraten kämpfe und immer auf seiner Seite des Königreichs stehe. Ja. Ich habe es dem Offizier versprochen, denn ich will das Königreich gegen die Piraten verteidigen. Ich habe sein Vertrauen erlangt und er gab mir 2 neue Kanonen. 10 Kanonen. Check. Seil, Öl, Stoff. Die Seile haben wir hier. Wie viele? 15. So, Häkchen. So, meine Damen und Herren, damit haben wir alles. Und können jetzt das Schiff Teil 4 bauen. Das aber erst in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin sehen wir uns, oder ja, dann sehen wir uns übermorgen wieder zur nächsten Folge. Hero of the Kingdoms 2, dann werden wir das Schiff fertigstellen. Ja, dem König Bescheid sagen und dann hoffentlich den südlichen Teil dieser gesamten Karte entdecken. Ja, bis jetzt haben wir nur 50% der Karte freigeschaltet. Und ich bin gespannt, was uns im Süden erwartet, außer Piraten. Bis dahin, vielen herzlichen Dank, haut rein, adieu, adios, tschüss.